Willkommen zur Plauderstunde mit eurem Medienkanzler. Frau Hannelore Kraft, Wirtschaftsunternehmen SPD. Frau Hannelore Kraft, Wirtschaftsunternehmen SPD macht Videoclips bei YouTube. Ich bin unbekannt, bekannt. Also analog bin ich sehr bekannt als Unternehmer, da ich die elektronische Tante Emma habe. Ein elektronisch Tante Emma Unternehmen mit Datenhighway. 1966 wurde diese Idee geboren. 1976 wurde diese Idee zu einer Firma. Und wir schreiben das Jahr 2016 und die Firma ist immer noch da. Ja, wenn man zu einem multimilliardenindustriellen Gebiet gehört, ist ein Sandkorn, meiner einer ist ein Sandkorn in der Multimilliardenindustrie. Hier, wo wirklich alles noch ist, wie es ist, angebunden in einem Datenhighway, wo Werbung, Promotion, wo jeder arbeiten kann an sich selbst, mit sich selbst und alles machen kann, was ein Smartphone leistet. Das Smartphone ist nur komprimiert. Smartphone kann all das, was wir schon immer konnten. 1966, wie die Idee geboren bei IBM, Siemens, Fuji, Siemens. Und wie dann die Monster-Pixel-Väter kamen und ich das große Glück hatte in den 70er, 80ern bei Virginsoft, Kingsoft, EA Sports, Ubisoft und so weiter und so fort. Die Pixel-Väter, also die, die noch jung waren, damals um die 20, 30 Jahre alt, die dann auch Bill Gates in Amerika, ja, wissen wir ja alle, also wie diese Ursprungsväter, die sich irgendwie getroffen haben, die angefangen, dieses auf den Weg zu bringen, wo wir dann plötzlich aus diesen Computereinteilen und elektronischen Bauteilen der 70er Jahre dann ab 80, 90 mit dem C64, Atari, Amiga, den ersten Pentium-PC, die Neuzeit eingeläutet haben. War aber schon in den 70er, 80er Jahren die Multimilliardenindustrie immer noch human. Sie war wirklich human. Sie hat wirklich an den Menschen gedacht und sie hat an Unterhaltung gedacht. Diese Industrie, die Medienindustrie, die elektronische Industrie war am Anfang. Wir waren alles Kinder der Väter der Klamotte. 1800 zerquetschte, wie alles angefangen, wie mit Laterna Magica, wie der erste Zug durch den Raum und alles erschrak, fing ja alles an damit. Wie die Bilder laufen lernten, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber unser Eins war ja damit bei. Er hat das ja alles gelernt, ihm wurde das ja beigebracht. Um eine Kamera zu bedienen damals, 60er, 70er Jahre, musste man erstmal Radio- und Fernsehtechniker werden, bevor man so eine Maschine dort mit Röhrentechnik bedienen durfte. Ja, es war einmal. Will keiner hören, interessiert sich auch keiner für, weil diese Videos hier nur für Jugendliche ab 15 bis 35. YouTube hat nun mal die Y-Gesellschaft erzeugt. Wenn ich jetzt die Wahrheit und nicht als die Wahrheit sage, auch über Politik und Politiker, als Unternehmer weiß ich ja ein bisschen mehr, dann wird mir das verwehrt. Dann wird so ein Video auf privat gestellt. Keine Chance, es zu ändern. Ich müsste es löschen, verändern und wieder hochladen. Und das so oft, bis es sitzt. Interesse dazu habe ich nicht, weil solche Videoclips noch der Spaßabteilung unterliegt. Noch sehe ich das als Spaß und deswegen mache ich das. Ich will nicht geliebt, gemocht oder sonst was werden. Ich will jetzt auch kein Geld damit verdienen. Ich lasse es zwar unter Geld laufen, ist klar, weil alles Geld kostet. So, es wurde viel experimentiert seit 1966 bis 2015. 2016 wurde unterbrochen, weil Tellerwäscher, Handelsvertreter, Altenheim und so weiter, Altenpfleger, Tellerwäscher, Handelsvertreter sind nun mal keine Schauspieler. Man kann Schauspieler, man kann sich irgendwie einarbeiten in irgendeine Serie wie Stromberg. Man kann da rumhampeln und dann versuchen, an den Markt
zu kommen. Aber man soll es nicht mit Gewalt machen. Persönlich bin ich nur ein User, persönlich bin ich nur ein Unternehmer, persönlich habe ich mein Alter und ich weiß, was ich tue. Und Politik ist eine Wirtschaftsform geworden. Politiker unterliegen einer wirtschaftlichen Norm ihrer eigenen Partei. Sie versuchen, SPD, CDU, wie sie alle heißen, an den Markt heranzuführen. Hat nichts mehr mit Politik und Bürger zu tun. In Wirklichkeit ist ein Bürger ja ein Bürger und er bleibt ein Bürger. Frau Hannelore Kraft ist eine Bürgerin aus der Stadt Mülheim. Und Frau Merkel genauso, sie ist eine Bürgerin. Und wenn der Tag der Wahl kommt, ein Kreis, und wir machen das Kreuz da rein, dann bedeutet das, dass wir einen Bürger beauftragen, sich selber zu vertreten, weil er selbst sich um sich selbst kümmern muss. Ich habe jetzt keine Zeit, Politiker zu werden, mich da hinzustellen. Und ich habe auch kein Interesse, jetzt ein Video zu machen. Bitte wählt mich. Bitte wählt mich, damit ich euch vertreten kann, damit es euch besser geht. So einen Politiker würdet ihr nicht wählen wollen. Das ist halt so, weil ihr ihm nicht glauben würdet. Und deswegen läuft das so, wie es läuft. Asyl, Islam und so weiter und so fort ist auch wieder eine Wirtschaftsnorm. Jeder versucht, seinen Brei zu kochen, die Leute abzufüttern und sie auf den falschen Weg zu bringen, damit sie das Geld, was sie dadurch machen, auch behalten. So funktioniert das jetzt. Darauf habe ich persönlich kein Interesse. Deswegen suche ich wieder den Spaß, ich suche die Unterhaltung. Ich werde mich mit allen Verantwortlichen mal wieder unterhalten und versuchen, neue Programme auf den Weg zu bringen. Selbst kann ich jetzt hier keine Programme auf den Weg bringen, weil in einem Multimilliarden-Industriezweig ist das nicht möglich, weil da keiner hilft, weil man muss so viel Geld bezahlen und kriegt es dann trotzdem nicht so, wie man es gerne hätte. Und darum kann ich es euch nicht machen. So, ich mache jetzt hier euren Medienkanzler-Videoblog. Wer sich das anschaut und wer versteht, worum es geht, ich werde einige Wahrheiten über die Multimilliardenindustrie mal auf den Weg bringen. Ich gehöre wirklich dazu und so ein Unternehmen, so eine elektronische Tante Emma, angeschlossen an dem sogenannten Datenhighway, 1966 erdacht und 2016 fast schon geschafft. Es fehlt nur noch die VR-Geschichte. Die VR-Geschichte war in den 70er, 80ern. War auch eine tolle Sache. Sie kommt ja jetzt wieder. Sie kommt ja jetzt wieder, die Datenbrille. Die Datenbrille von Microsoft kostet natürlich 3.600. Wird meinem Kunden wohl nicht irgendwie gegeben werden, weil der Kunde, der hier ist, damit gar nicht umgehen kann. Spreche aber alle anderen Kunden an, die hier im Umfeld sind, dieses Video aufsehen, mich kennen, tagtäglich hier verweilen, vorbeikommen, um ihre Sachen zu machen, bei der elektronischen Tante Emma, hier beim Medienkanzler. Ja, gute Laune Medien bleibt auch, also gute Laune wird weiterhin verbreitet werden. Das war jetzt mal wieder so ein Laberblock. So, ich habe einfach Lust dazu, weil, warum nicht? Ich laber einfach, wer zuhört, weiß Bescheid, weil die Wahrheit und nichts als die Wahrheit wird jetzt hier verbreitet werden. Ja, und wer mitmachen möchte, wer wirklich mitmachen möchte und auch versteht, worum es geht, der ist natürlich total recht herzlich eingeladen, mitzumachen. Jungs, Mädels, das kostet Geld. Ich kann nicht Geld verschenken, ich kann meine Zeit auch nicht verschenken. Das geht nicht. Also Handelsvertreter, Spüler, Altenpfleger oder sonstige, die meinen, jetzt werde ich Superstar, gehe nach DSDS und so Scherze. Nein, ist hier nicht möglich. Die Multimilliardenindustrie ist ein anderer Zweig und den bringe ich euch jetzt bei.